Hallo, hallo. So, 8. März noch heute. Ist schon Nachmittag. Und ja, ich dachte, zeige mal. Habe heute so zur Frühlingsdeko, ne, so Teile vorgearbeitet. So Gräser und dann so wie kleine Beeren auf dem Stiel, ne? So wie Mimose ähnlich, ne? Und das möchte ich mal zeigen, wie ich das so mache, weil die kann man dann auch einzeln, wenn dann verwenden im Gesteck oder bei Blumen binden, ne? So die Sträuße so dazu ergänzen, dazu fügen oder auch Kranz habe ich ja vor, einen mit Blumen, ne, dekorierte, auch noch machen. Und das wäre auch noch da so zum Aufpippen. Ne? Ja, und da habe ich ja einfach so ein mit Krepppapier und auf, ne, das sind Zahnstocher. Das sind Zahnstocher, normale Zahnstocher, so ein Pack. Ne? Und da kann man die dann eben drauf mit Heißklebe aufkleben und mit das Krepppapier habe ich ja zugeschnitten, so ein Streifen. Ich messe mal ab, sind so, glaube ich, ja, so knapp 5 cm hoch, ne, die Höhe. Und dann Länge ist egal. Und habe es dann schön gezogen, das Papier. Ne? Dann einfach zusammengefaltet und dann eingeschnitten mit Schere. Richtig so schmale. Und dann so ein bisschen zwischen den Fingern so eingedreht. Ne? Alle. Und dann habe ich so einen langen Strang. Und da kann ich eben mehrere damit jetzt bekleben und herstellen solche Teile, weil ich so ein Augenmaß werde ich dann eben, warte mal, hier habe ich schon ein angefangenes, habe ich schon gekürzt, die daraus schon gemacht, ne? Und ja, warte mal, so, und dann zeige ich mal so Schaschlik, nee, Zahnstocher, ja. Weil Schaschlikspieß könnte man auch machen. Dann hätte man so ein längeres, wie so ein Gräschen, ne? So Gräser in großen Blumenstrauß dann reinstecken, sozusagen, wenn man, wenn ich mal diese Blumen nehme, ne? Und dann noch sowas auf dem langen Stiel wäre auch so wie Ergänzung. Ne? Kann man auch machen. Aber für den Fall habe ich jetzt das. Und die kann man dann auch schön stecken. Oder wenn man nicht braucht, kann man auch abschneiden. Ne? Abknipsen die Endteile. So, dann will ich mal zeigen. Ja, kommt einfach Kleber. So. Ich nehme so ungefähr die Fläche, die ich jetzt so mit der Hand so erreiche, und dann heiß, muss man aufpassen, in die Ecke so hinein, dass man das so nach unten schräg, ne, aufrollt, und dann kommt dieser Effekt. So kann man dann auch Lavendel Sträußchen so aufkleben, solche Streifen in der Farbe von Lavendelfarbe, ne? Und dann so werden die auch hergestellt. So, und dann hat man so ein Teil und ist auch schön bedeckt, ne? So. Kann ich einfach Zahnstocher
dann wieder. Man kann mehr bedecken, weniger bedecken, wie man so sich da gerade wünscht oder braucht. Man kann auch schneller runterrollen, ne? So schräger, und dann verbraucht man weniger für die gleiche Stelle. Weil bei dem Fall, weil ich jetzt so ein Endstück habe, dachte ich, ja, mache ich daraus noch zwei Stück und dann geht es auch, ne? Und die sehen immer schön aus. So. So, noch das kleine Stückchen. Einfach. Habe ich heute so mir ausgedacht, dachte ich, ja, müsste mal Mimose, dachte ich, mache ich mal. Ist ja jetzt so also zu Ostern diese, muss man auch oben immer gucken, dass die Spitze abgedeckt ist, dass sie nicht da rausguckt nach dieses Holzspitze. Ne, kann auch passieren. So, und dann hat man so ein Teil wieder. So, und diese Bienen habe ich auch so einen Stiel. Habe ich schon fertige jetzt. Ne? Einfach so ein Streifen. Wie lang habe ich denn jetzt mal gemacht? Ist jetzt 8 cm lang. Ne? Und einfach schmale Streifen geschnitten und die eingedreht einfach. Und da entsteht das. Ne? Und auf den Teil, auf die Spitze, bringe ich so ein kleines Klecks, eine Kugel und tauche es da hinein. Oh, das ist einfach so eine Dose gehabt, hatte ich von Lutscher. So, und dann, ja, kann man da gucken, was dran bleibt und nicht. Das andere kann danach abfallen. Fällt, wenn es runterfällt, dann ist es weg. Hat man weniger drauf, muss nicht die ganze Menge drauf. Ne? Und da kann man so, hier bei mir sind zwei nicht so fest, dann mache ich es ab und reicht auch aus. Ne? Ja, und dann habe ich noch eins. Habe ich so heute mir. Einfach zufällig dachte ich, ach, ich tauche mal den einfach rein. So sieht man das. Ich habe so eine leere Box gehabt, dachte ich, naja, die kann ich ja dafür nutzen, weil die Kügelchen schnell wegfliegen können. Und diese weiße Kügelchen hatte ich ja, sind jetzt gelb, ne? Ich habe sie eingefärbt. Warte mal, so. Habe sie eingefärbt. Hier kann man es vergleichen. Ne? Das ist weiß und das ist gelb. Ja, ich hatte nicht so keine so eine starke gelbe Farbe, also Acrylfarbe nur einfach. Und die hatte ich mal bei Teddy gekauft, so eine Tüte. Und da kann man auch weiße solche Beerenstangen machen, ne? Geht auch. Und habe sie dann eingefärbt, einfach so in Gefrierbeutel, die Farbe, paar Kleckse rein, verteilt so ein bisschen und dann eine Portion Kugeln hineingetan und richtig mal schön so verrieben, einfach in der Tüte drin, dass die Hände sauber bleiben. Und dann, ja, musste ich die Tüte eben aufschneiden von zwei Seiten, so dass sie auseinander gebreitet habe, sind sie getrocknet und dann habe ich sie alle schön abgelöst. Es ging eigentlich leicht. Und ja, haben sich gefärbt. Das war auch mein Experiment heute. Dachte ich, probiere ich mal, weil ich war ja auch bei Tidi heute, dachte ich, vielleicht haben sie gelbe Kügelchen, ne? Solche Styropor-Kügelchen oder ich glaube, das sind Styropor. Und da, aber nee, gab es nicht. Und da habe ich mich dann, ach ja, diese Farbe hatte ich, diese Farbe, ne? Deswegen so eine helle Pastell steht. Aber finde ich, ist so ein feiner, heller Ton. Ist auch schön.
Man kann ja auch rote noch färben, vielleicht so rote Biere, ne? Und das wollte ich noch so mit eben damit so zusammen im Bündel, dann wäre es auch schön, kann man die dazu zusammen dann nutzen in Gestecken oder so in Kränze binden. Mal schauen, wo ich das dann noch nutze. So, das war dieser Tipp. Ja. So, okay. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.